Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Bevor wir uns zusammen die Medikamente per Klick Beauty Box angucken, eine kleine Bitte. Es wäre cool, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dass du einfach auf den Abo-Button klickst. Das würde mir unfassbar viel helfen. Dich kostet das nichts und mir bedeutet das halt wirklich super, super viel. Und ja. Ich habe jetzt hier die Medikamente per Klickbox. Die habe ich für 14,95 bestellt und die ist sehr, sehr schwer. Ich bin gespannt. Also falls sie noch verfügbar ist, ist der Link in der Infobox. Und die sieht deutlich hochwertiger aus als die letzten Male. Ne? Sehr schwer, sehr wertig und wunderschönes Design. Oh mein Gott, ich stehe drauf. Also finde ich wundervoll. Ich habe natürlich auch noch das ein oder andere für die Hausapotheke mitbestellt. Aber vor allem bin ich einfach scharf auf den Inhalt dieser Box. Herzlichen Glückwunsch, Sie besitzen nun unsere Weihnachts-Beauty. Box. Diese Box ist gefüllt mit sorgfältig ausgesuchten Produkten und kleinen Proben, welche im Beauty-, Wellness- und Gesundheitsbereich zu finden sind. Hier ist für jeden etwas dabei. Viel Spaß beim Ausprobieren, Ihr Team von medikamenteperklick.de. Sehr, sehr süß auf jeden Fall, dass wir hier auch so ein Heftchen mit drin haben. Oh, da sind die Produkte aufgeführt. Die Preise sind sogar aufgeführt. Ich raste aus. Wir haben einen Wert von 103,73 Euro. Das ist schon mal ein kleiner Spoiler und die ist wirklich bis oben hin befüllt. Das ist hier eine Gratisprobe. Ich finde aber immer, alles hat seinen Wert. Ne? Das ist immer so meine Einstellung. Egal, wir haben hier auf jeden Fall von Basica für gesunde und frische Haut Doppelwirkprinzip einmal täglich einnehmen. Das ist entsprechend eine Nahrungsergänzungsmittelgeschichte. Ne? Kollagenpeptide sind damit am Start und das ist dieses hier, ein Doppelsachet mit 10 Gramm steht hier hinten drauf. Und ja, ne, wer auf sowas steht, kann das auf jeden Fall ausprobieren. Ne? Ja, genau. Dann haben wir als nächstes hier mit dabei von Biotin eine Nagelcreme. Schutz und Pflege für Nagelhaut und Nägel. Übrigens nicht wundern, das hier wird eins der letzten Videos sein, welches ich mit dieser Kamera drehe. Mir haben jetzt schon einige geschrieben, dass der Ton nicht ganz so optimal mehr ist. Meine Kamera und mein Mikro sind halt ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich habe hier seit 2019 beides im Einsatz und damit auch schon über 2500 Videos gedreht. Also von daher ist es okay, wenn das Ding auch mal irgendwann schlapp macht. Da hat mir Nicole von Chiquitas Place was empfohlen, was ich dann einfach mal nachbestellt habe. Nun, auf jeden Fall finde ich es toll, dass wir hier so ein Produkt drin haben. 8 ml kann ich persönlich richtig gut gebrauchen. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt an den Händen anwenden, sondern an den Füßen. Weil an den Händen habe ich so oder so immer wieder Handcreme, wo halt dann auch Nagelpflege mit bei ist. Aber ja, so eine explizite Nagelcreme finde ich, glaube ich, ganz gut. Doch, das kann was werden mit uns beiden. So, auch von Kneipp ist eine Schaumqueen am Start. Wir haben endlich eine Tür bei uns im Badezimmer hier oben, wo wir auch unsere Badewanne haben. Und das heißt, ich kann endlich mal in die Badewanne steigen. Mit Cranberry und Räubusch haben wir das. Ein Aromapflegeschaumbad. Das wird ausprobiert. Ich bin ja wirklich fleißig am Sammeln von Badezusätzen. Wirklich krass. Und wenn ich sie dann endlich mal anwende, werdet ihr auch in meinem Aufgebraucht-Video dazu ein bisschen was hören. Genau, da zeige ich euch ja meine leeren Produkte. Ne? Das ist ja so mein persönliches Lieblingsformat jeden Monat. Vielleicht mache ich sogar diesen Monat noch ein weiteres. Mal gucken, weil ich habe echt viel aufgebraucht. Ne? So, dann habe ich hier noch was. Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln. Ist immer schwierig, sowas in solche Boxen zu packen, aber ich glaube, bei der Medikamente per Klickbox erwartet man das auch ein Stück weit. Bifido und Lactobakterien und Inulin in lecker dunkler Schoki. Superpower für die Darmflora, dir gefällt Multilac, bla bla bla. 2 Schoki-Täfelchen. Das ist natürlich jetzt schwierig, muss ich persönlich sagen. Ne? Also Nahrungsergänzungsmittel sollten Kindern, meiner Meinung nach, nicht als Süßigkeiten verkauft werden. Also, ne, das... schwierig, weil das sind meiner Meinung nach wie vor halt quasi Medikamente und ja, ne, da hast du hier so einzeln eingepackte Schokotäfelchen. Ich weiß nicht, warum Junior ist für Kinder ab 3 Jahre geeignet, deswegen wahrscheinlich. Auch Erwachsene können Multilac Junior anwenden. Jedes Kind bekommt nur ein Schokotäfelchen am Tag, am besten eine Stunde vor einer Mahlzeit. Ja, das sind halt quasi Darmbakterien, ne? Werde ich für mich dann wahrscheinlich verwenden. So, noch was. Also hier ist ganz schön was für den Darm auch mit dabei, ne? Ja gut, ein Darmsymbiotikum Multilac, einzigartige Kombination aus 9 Bakterienstämmen und Energie aus Phos. Nur eine Kapsel pro Tag mit 4,5 Milliarden an aktivierbaren Bakterienkapseln löst sich gezielt im Darm
Okay. Und das sind 10 Kapseln, wovon du dann wahrscheinlich jeden Tag eine nehmen solltest. Ganz ehrlich, alles, was Nahrungsergänzungsmittel angeht, ist schön und gut, wenn wir es hier mit drin haben. Aber bitte schmeißt die nicht irgendwie wild ein. Also da ist es halt auch bei allem von dem, ich meine, du kannst wahrscheinlich mit Darmbakterien jetzt nicht unbedingt was verkehrt machen, außer dass du vielleicht einen flotten Otto bekommst. Aber lass dich da auf jeden Fall vom Arzt vorher durchchecken, ob du sowas überhaupt brauchst. Und dann auch gezielt bearbeiten, diese, ne, Sachen in deinem Körper. So, Aromapflegedusche Lebensfreude von Kneipp haben wir hier mit dabei. Das ist mit Lycea, Kubeba und Zitrone, hebt die Stimmungslage nachweislich. Ja, eine Full-Size mit 200 Millilitern ist nice, ne, definitiv. Ich bin jetzt kein ultimativer Zitrus-Fan, aber das passt jetzt ganz gut natürlich in die Zeit, in die dunkle Jahreszeit, wo viele ja auch so mit Winterdepressionen und so zu kämpfen haben. Und wenn man durch sowas ein bisschen unterstützen kann, warum nicht? Das tut ja keinem weh. Und duschen sollten wir ja alle ab und an mal, ne? Dementsprechend passt das schon. Einen Tee habe ich hier auch mit dabei. Winterteegenuss naturbelassen. Früchtetee mit Zimt, Kardamom und Ingwer. Auf gar keinen Fall. Von Bombaltus ist es, glaube ich. 5 Gramm Früchtetee. Ja, nee, mag ich nicht. Also ich brauche nicht wirklich Zimt oder Kardamom in meinem Tee drin. Ingwer ist natürlich auch nochmal so eine schöne wärmende Geschichte. Zimt und Kardamom, das ist natürlich so weihnachtlich und so, aber sowas geht dann eher, dass, also ich sammle ja auch, also ich von vorne anfangen. Ich habe ja auch verschiedene Foodboxen und so weiter, die ich hier vorstelle, ne? Und dann geht das auch dann, wenn es, ne? Also einmal in der Woche kommt meine Mom, ihr ihr Mann fährt für die Tafel und dann kann ich darüber halt auch entsprechend immer Lebensmittel so weitergeben, falls irgendwas hier nicht benötigt wird, um das mal so zu sagen, ne? Genau, und deswegen, ja, sowas wird auf jeden Fall nicht bei uns bleiben, nie. So, dann habe ich hier noch einen Weihnachtsduft von Casida. Mhm. Frohes Fest Duftmischung mit Orange, Zimt, Nelken und Fichtennadelnölen. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Wie viel haben wir denn hier drin? 10 Milliliter. Huch, sowas kannst du in so Duftöllampen machen oder irgendwo drauf träufeln. Es gibt zum Beispiel auch so Specksteine, ne, wo man sowas drauf machen kann. Und dann hast du das halt so als Raumduft. Und ich finde das schön. Ja, oder du machst es einfach irgendwie in irgendeine Schale, wo du auch Wasser drin hast oder so. Dann bekommt man auf jeden Fall einen schönen Vibe zu Hause und stellt die Schale dann vielleicht so auf den Kaminsims oder so, dass das Wasser halt verdunstet. Hast dann gleichzeitig noch ein schönes Raumklima. Und ja. Also ich finde es cool, ich mag Raumdüfte und ich finde, das passt auch echt toll zu Box, ne? Dass man so einen kleinen Wellness-Charakter mitbekommt. Von Freiöl habe ich auch noch eine Hydrolipid-Handcreme, guck, das meine ich. Sowas verwende ich nämlich für die Hände und dann diese Nagelcreme halt für die Füße. SOS-Schutz und Glättung für trockene und sensible Haut habe ich. Mit Panthenol und Allantoin, auch das dürfte eine Full-Size sein mit 75 Millilitern. Und ich hätte auch mich gewundert, wenn wir in dieser Box keine Handpflege drin gehabt hätten. Wobei, ich vermisse eine Lippenpflege. Die hätte ich nämlich auch hier drin erwartet. Ja, aber finde ich gut. Also Handcremes gehen immer. Freiöl ist für mich persönlich eine sehr, sehr gute Marke, die bei mir einfach sehr gut funktioniert und die meine Haut auch sehr gut verträgt. Dann habe ich hier noch was fürs Gesicht mit am Start von Eucerin Hyaluron Filler plus 3x Effekt Night. Also das wird gar nicht mal so günstig sein, 20 Milliliter. Eucerin ist ja auch eine Apothekenmarke, die auch entsprechend sehr mild formuliert sein soll. Ich teste sowas gerne auch aus, ne? Meistens geht sowas aber dann auch gerne mal an meine Mama, weil die eine super sensible Haut hat, oder an irgendeine meiner anderen Schwiegermütter, Stiefmütter, Stiefschwiegermütter und so weiter. Und ja, aber ich kann mir sowas auch vorstellen, einfach mal selber auszuprobieren, denn Hyaluronsäure können wir alle sehr, sehr gut gebrauchen. Ich habe hier mal so ein Video gemacht, da geht es ein bisschen um die Anti-Aging-Geschichte. Das ist jetzt auch frisch online gekommen, denn ich habe aktuell die Dalton-Woche am Start, ich bin schon am Stottern, weil ich so aufgeregt bin, wo ihr aktuell bis zum 17.12. 20% Rabatt bei Dalton bekommt mit Beauty Claudi. Schaut euch da gerne um, wenn ihr möchtet. Das ist Marine Kosmetik. Vertrage ich persönlich sehr, sehr gut mit meiner sehr sensiblen Haut, ne? Nur mal so. Aber Eucerin ist auch eine sehr, sehr gute hautverträgliche Marke und ich freue mich drüber, dass wir sowas hier auch mit in der Box finden dürfen. Dann habe ich hier Visio Peel. Eine Maske Ästhetik mit Glow-Effekt. Gesichtsmaske mit Vitamin C und Hyaluronsäure. Peel-Off-System, da bin ich raus. 8 Milliliter, alles andere hätte mich jetzt wirklich positiv
erfreut. KHA, Hans Karrer. Mhm. Ja, nee, also Peel-Off-Maske kann ich mit meiner sehr sensiblen Haut einfach nicht haben. Ja, ich rasiere mir mein Gesicht regelmäßig, sodass ich da jetzt nicht mehr das Problem hätte, dass ich mir da meine ganzen Gesichtshärchen mit abreißen würde. Aber Peel-Off-Masken machen halt auch viel, dass sie dir die Hautschicht, die obere, verletzen. Und ich arbeite so hart dran, dass ich meine Hautbarriere stärke, das Mikrobiom meiner Haut stärke und so weiter. Und wenn ich dann mit einer Peel-Off-Maske um die Ecke käme oder mit mechanischen Peelings oder so, hast du direkt wieder alles im Eimer gefühlt. Ne? Also von daher, nee, das brauche ich jetzt so nicht. Hier habe ich noch so einen Riesen-Oschi drin. Elektrolyte plus Glucose-Mineralstoff-Vitamin-Mischung mit Magnesium für das Elektrolyt-Gleichgewicht von Klosterfrau. Mit Zitrusfrüchtegeschmack. 20 Sticks. Elektrolyte, sagt man ja immer, ist total wichtig, nachdem man zum Beispiel feiern war. Jetzt passend Weihnachtszeit, Weihnachtsfeierzeit. Ne? Magnesium ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ne? Dass man sowas auch immer wieder hat. Kannst du natürlich auch durch Nahrungsmittel bekommen. Ich glaube, eine Banane hat relativ viel Magnesium, wenn ich mich nicht täusche, aber ich glaube schon. Und ja. Das hört sich auf jeden Fall schön an. Vielleicht, dass man das halt wirklich nimmt, nachdem man irgendwo feiern war. Ne? Genau. Ja, auch wieder Nahrungsergänzungsmittel. Da haben wir relativ viele jetzt dieses Mal mit drin. Auch noch eine kleine Probe von Biotin. Was ist das für ein Markenname? Ein belebendes Koffein-Shampoo, starke Haarwurzeln für gesunde Haare für alle Haartypen und eine Durchblutungsanregung der Kopfhaut und Stimulation des Haarwachstums. Es hört sich so an, als würde da echt die Party abgehen, ne? So schaut das dann einmal aus. Wir haben hier ein Sachet drin und das sind 8 Milliliter. Ja, auf jeden Fall für eine Anwendung, ne, ist es gut zu gebrauchen. Machst du dir halt dann auf die Kopfhaut, kannst das emulgieren, abwaschen, fertig ist die Laube. Kann man auf jeden Fall mal dann ausprobieren. Und dann habe ich hier noch was Großes, Dermatologes, Dr. Lodges oder Loges, Well Aging Beauty Caps. Das sind wirklich viele Nahrungsergänzungsmittel hier drin, Leute. Wahnsinn. Mit Zink und Biotin zur Erhaltung gesunder Haut. Mit Hyaluronsäure, Phytoceramiden, Ceramide sind toll. Phyto steht, glaube ich, auch immer dafür, dass das pflanzlich ist, meine ich. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Astaxanthin, das sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Lipoweed, hört sich nach irgendwas Fetthaltigem an. 30 Kapseln sind hier auf jeden Fall drin. Und auch sowas, ne? Einfach so ein bisschen vorher mal mit dem Arzt besprechen, bevor man sich da irgendwie wild irgendwelche Tabletten reinknallt. Aber ich glaube, dass das hier auch recht entspannt sein könnte. Aber da muss ich mich noch einlesen. Ne? Also ich hau mir das nicht einfach so rein. Das wäre auch verrückt. Das war jetzt einmal die Box für 14,95. Für meinen ganz, ganz persönlichen Geschmack haben wir hier einfach ein paar viele Nahrungsergänzungsmittel. Aber an und für sich ist die gut befüllt. Wir haben hier was für die Dusche, wir haben was zum Hände eincremen, wir haben was für das Gesicht zum Eincremen, was für die Haare, was zum Baden finde ich auch schön. Und dann halt noch so dies, das Ananas, ne, was du halt dann von innen auch anwenden kannst. Ich weiß nicht, wie findet ihr die Box? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein, dass wir uns da auch gerne mal austauschen können. Wie findet ihr das überhaupt, wenn man halt so Nahrungsergänzungsmittel in solchen Boxen hat? Klar, haben wir hier keine Medikamente drin. Also ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass wir hier Naloxan, Ibuprofen, Paracetamol, bla drin finden. Aber sonst hatten wir doch in den Medikamenten per Klick oder anderen Boxen, was es da nicht alle für Apothekenboxen gibt, schon ein bisschen mehr auch so Beauty-Sachen drin, auch mal Ampullen oder sowas. Ne? Hier ist doch relativ viel zum von innen behandeln drin. Aber nun, trotzdem eine schöne Box. Wie hat es euch gefallen? Gerne in die Kommentare schreiben und dann, ja, wenn es dir hier gefallen hat, da, wo ich hier das Video drehe, also das Video quasi, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!